Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Rayman Legends. Welches Level gehen wir als nächstes an? Ich würde sagen, nachher machen wir noch ein bisschen Castle Rock. Und jetzt werde ich, denke ich, nochmal gucken, ob wir hier alles haben. Ansonsten gehen wir direkt in eine komplett neue Welt. Ja, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Habe ich die wenigsten, holy shit. Dafür brauchen wir 60. Habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Und Castle Rock war das letzte. Alles klar. So muss das sein. Zurück in die Hauptgalerie. Dann werden wir Toad Story machen. Die Geschichte von ziemlich geilen Fröschen. Holy fuck, die sind voll cool. Rayman und die Bohnenranke. Wollen wir mal gucken. Rennen! Na, das ist praktisch. Das ist praktisch. Super cool. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Ich bin das irgendwie nicht gewohnt, nochmal zu drücken. Zu viel Mario gespielt. Aus damit. Ploppen wir weg. Oh ja, das Herz können wir mal gut gebrauchen. Moment, da haben wir noch so Viecher. Kick! Du kommst mit. Oh Gott, ich hätte das wohl mitnehmen können. Na je. Dann halt so. Die Geschwindigkeit des Spiels ist wirklich awesome. Ihr rast hier durch die Levels, ihr sammelt furchtbar komische Viecher ein und besiegt auch komische Viecher. Das ist wirklich extrem merkwürdig. Obwohl... Aha. Bevor du mir noch ertrinkst. Obwohl, du bist garantiert schon ziemlich lange hier. Oh, machen wir doch gleich mal so. Geht's noch höher? Erstmal sammeln wir ein. Von den Viechern kann man eh nicht genug haben. Noch höher geht's jetzt nicht. Okay. Oh, voll gefährlich. Mit dem Messer. Ein Auge nur. Komm schon, Tau-Dickerchen. Frosch-Dickerchen, mach deinen Move. Sonst krieg ich dich weg. Dann müssen wir ein bisschen Angst machen. Der macht gar nichts. Sprühe ich dir auf den Kopf. Oh, hier müssen wir wieder pieksen? Nee. Hier muss ich einfach nur drüber schweben. Oh, oh. Das kriegen wir mal gebacken. Komm schon, ich will alle. So easy. Bra! Oh, shit. Ich nehme ihn natürlich auch mit. Hier... Oh, das ist... Das ist knackig, aber das kann man schaffen. Oh, ja. Oh, nein, Herz zu verlieren. Perfekt. Ich liebe das, die Viecher zu zerkicken. Die sehen so cool aus, sind so richtig wie Bossfrösche. Fuck, ich hätte mich, glaube ich, von den Viechern abstützen können. Und dann hätte ich sie erledigen können. Na ja. Vielleicht können wir dich irgendwo hinkicken? Nee, du bist nur ein Sprungbrett. Ich brauch alle und ich brauch auch dich. Und du, wir gehen jetzt wieder hoch. Denn ohne diese Viecher kommen wir nicht wirklich im Level weiter. Help! Oh, ich muss mit Fußball den freikicken. Zack! Direkt beim ersten Schuss. Voll versenkt. Super, ihr habt den König gerettet und wahrscheinlich die Königin verpasst eben. Ich kann mir schon vorstellen, wo. Ist teilweise so offensichtlich, aber bis man geschnallt hat, ah, ich muss da hoch und ich hätte die Viecher wahrscheinlich benutzen können, ist wahrscheinlich schon viel zu spät. Oh shit, okay, ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Ding. Oh yeah, die Münze, ich haben will. Ich finde, die machen einen guten Job gerade. So, Bossfrosch. Wow, immer nur am Beschweren und Kaffee trinken. Deshalb sehen die Viecher auch so hässlich aus. Tragen diese Hose.
Ich muss schon sagen, das ist ein unverschämt geiler Modestil von den Viechern. Ja, ich habe die Königin verpasst. Ohne Mist, es ist so einfach. Gib mir die Viecher, gib mir die Viecher. Viecheralarm. Bringt gar nichts. Das Schild bringt den Null. Kick die gleich runter. Vorausgesetzt, komm dran. Nur die explodieren da einfach. Ohne Fallschirm. Ich rette dich. Nicht auf mich drauf. Boah. Hätte den Fallschirm nicht gezündet. Affe. Okay, jetzt wird's interessant. Obwohl eigentlich nicht wirklich. Okay, hab dich. Toll, ich hab jetzt... Ich hab tatsächlich alle befreit, außer die Königin. Ich kann mir sogar schon vorstellen, wo die ist. Da hätte ich so ein Todviech benutzen müssen, um da hochzukommen. Ja, oh, ärgerlich, aber egal. Wir haben ziemlich viele befreit, das zählt. Jetzt natürlich wieder ganz viel Party angesagt. Für 88, nicht schlecht. Kann mir gar nicht vorstellen, dass es da noch mehr geben soll. Wahrscheinlich ist da so ein geheimes Level noch oder so. Weiß nicht so richtig. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich nicht. Yay! Das hat uns wieder fiese neue Level gegeben. Obwohl das Level war super einfach. Ich will wirklich gerne wissen, wo die Königin halt ist. Komm her, gib mir das Herz. Aber eigentlich wollte ich hier gar nicht rein. Wir können doch hier sicher raus, oder? Ja. Pretty easy. So, wir gehen direkt in die nächste Welt. Wind der Verwunderung, ja. Ich glaube, den Wind haben wir schon öfters gemacht. Muss richtig vergammelt gewesen sein. Holy shit, der kloppt ja die Kacke aus dem raus. Nein, 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 nein. Ich glaube, da muss ich wieder gleich mit Murphy arbeiten. So. Und die habe ich auch noch alle mit. Perfekt. Okay, wird wieder Zeit, Murphy rauszuholen. Murphy Time. Pieksen war wie bekloppt. Wie gesagt, ihr seht genau dasselbe auf dem Bildschirm, was ich gerade auf der Wii U sehe, beziehungsweise auf dem Gamepad. Was gar nicht mal so übel ist. Ich muss wirklich sagen, jeder, der sich eine andere Version als die Wii U-Version geholt hat, verpasst das leider. Da ist Murphy nämlich kaum da. Hier geht auch wieder alles mit Luft. Okay, du brauchst anscheinend ziemlich viel Luft. Perfekt, den hätten wir. Nice. Boom, zerquetscht. Oh nö, ich hab die Münze. Oh, ich hätte die Viecher sicher auch noch befreien können. Nixer, Arme hoch. Okay, cool, Weg ist frei. Jetzt machen wir nochmal ordentlich Wind. Sehr schön. Halt dich bloß in der Luft. Thank you.
Jawohl, heute arbeiten wir schnell. Sauber, okay, vorsichtig. Okay, läuft doch. Bisschen Konsultation gefragt. Komm, eine Frische kriegen direkt einen aufs Maul. Nice. Grüß eine. Geschafft? Cool. Immer wieder easy. Nice, 632 sogar. Ich dachte, ich hätte weniger. Ist gar nicht mal so übel. König und Königin fehlen mir. Ich bin noch gar nicht gesprungen. Ich bin noch nicht mal einen Knopf gedrückt. Naja. Gib mir das Herz. Dann hauen wir wieder ab. Rennen. Ist Level. Obwohl, was ist die Tür? Neuer Charakter, oder? Irgendwas mit Retteschloss. Ah. 600 Meter unter Tage. Rette Aurora. Bin ich dabei. Gucken wir uns das mal an. 600 Meter unter Tage. Halte in der Luft B gedrückt, um zu gleiten. Oh shit, ich glaube, das ganze Level wird so gehen. Ich lasse mich ein bisschen schneller fallen. Hätte ich sogar machen müssen. Shit, wollen das ja fangen. Okay, das habe ich noch perfekt getimt. Gucken wir mal, ob ich den Rest bekomme. Nicht alle bekommen? Boah, glitschig, wie ist so. Gut, dass es so ein Ding war. Ich dachte, ich hätte. Boah. Ich dachte wirklich, ich flieg da komplett drauf. Nice, König befreit. Die helfe ich natürlich auch. Das waren alle drei. Perfekt. Die machen aber auch Party ohne Ende. Rennen. Vielleicht kriegen wir noch ein Herz. Da ist die doch. Yay! Du hast die Welt Olympus Maximus freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen deine Hilfe. Glückwunsch. Genialitätsstufe 2. Gehen wir später hin. Ich mache erstmal alles, was standardmäßig anliegt. Und dann kümmern wir uns um die Special-Dinger. Schloss in den Wolken. Okay, yeah. Dann mach mal yeah. Ich guck mal, was du drauf hast. Tutum, tutum. Jetzt die Defekte. Du Kranken, bleib hier. Okay, einen von den Viechern hätten wir schon. Nope, der Schwertkampf wird hier abgesagt. Oh cool, B drücken reicht, tatsächlich. Noch nicht mal in die Richtung muss ich drücken. Wack, Kick. Voll auf dem Furzbild.